Meine Eltern haben mich in dieses Haus gebracht. Und es ist nicht irgendein Zuhause. Es ist ein Haus, in dem ich über 140 Millionen Kilometer über 5 Kontinente laufen kann, um es kennenzulernen und zu genießen. 360 Millionen Kilometer nur Wasser, um es zu befahren, bewundern und zu betrachten. Mein Leben macht in dem Moment Sinn, in dem ich feststelle, dass 7 Millionen Menschen meine Mitbewohner im Leben und Abenteuer auf dieser Welt sein werden. In einer Welt, in der alle Kulturen und Religionen zusammenleben. In dieser Welt, in der der einzige Unterschied die Seen, Flüsse und Meere sind, die keine Farben, keine Grenzen, keine Nationen, keine Unterschiede zwischen Menschen kennen. Eine Welt, wo Wälder, Wüsten und Berge weder Anfang noch Ende kennen. Wo das Meer und der Himmel ein und dasselbe sind. Jetzt bin ich unterwegs durch dieses große Haus, befinde mich auf einer Reise. Nun kenne ich meine Mitbewohner, die mich herzlich willkommen heißen. Und wenn Sie derjenige wären, der sein Leben und seine Freiheit, das Haus, verlassen müsste? Und wenn Sie derjenige wären, der an keinem Ort ankommen kann? Wie wäre es, wenn wir anstatt der Grenzen die Menschen schützen würden?